Leute, jeder von uns hat ja so einen Look, bei dem man sich besonders wohl und auch schön fühlt. Und so geht es mir natürlich auch. Ich habe so ein bestimmtes Make-up, wo ich einfach denke, dass mir das am besten steht und wie ich meine Haare mache. Und ich habe natürlich auch ein paar Lieblingsoutfits. Und genau das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Dieses Video ist auch Teil einer Videoreihe mit ganz vielen verschiedenen YouTuberinnen. Und zwar kommt die ganze Woche pro Tag 2 Videos online. Und gestern kamen zum Beispiel auch schon die Videos von Always X Caro und Ella the Bee online. Die könnt ihr euch gerne auch mal anschauen, denn sie haben euch natürlich auch ihren typischen Look gezeigt. Und heute kommt gleichzeitig mit meinem Video auch das Video von Jessie Wunderland online. Das könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Die Links sind natürlich alle in der Infobox und dort werdet ihr auch eine Playlist zu allen Videos, die diese Woche online kommen werden, finden. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit meinem typischen Look. Nach dem Duschen verwende ich für meine Haare als allererstes das Garnier Fructis Wunderöl. Da drin ist nämlich auch ein Hitzeschutz enthalten und da ich mir ja nachher Locken mache, ist das ganz gut, wenn man seine Haare etwas schützen kann. Und das Wunderöl verteile ich einfach in meinen Längen, kämme meine Haare durch und föhne meine Haare. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Haarelocken. Ich locke meine Haare immer mit dem Glätteisen und nicht mit dem Lockenstab, weil ich finde, dass sie so viel länger halten und mit dem Glätteisen bekomme ich einfach diese großen, voluminösen Wellen hin, die ich ganz gerne an meinen Haaren mag, weil ich einfach sehr dünne, sehr feine Haare habe und durch diese großen Wellen sehen sie einfach viel voluminöser aus und auch dicker. Deswegen trage ich diesen Haarstyle einfach besonders gerne und wie ich das mache, habe ich euch ja schon in ganz vielen Videos gezeigt. Ich nehme einfach relativ große Strähnen, wickle die um mein Glätteisen und ziehe das Glätteisen dann langsam runter. Wenn ich dann alle Haare gelockt habe, nehme ich noch etwas Haarspray, lockere die Locken etwas mit den Händen auf und fixiere das Ganze dann mit dem Haarspray. Weiter geht's mit meinem liebsten Make-up-Look, der einfach immer gut aussieht und zu allem passt. Zunächst trage ich natürlich eine Eyeshadow-Base auf, die ist von Essence. Und danach gehe ich mit einem Lidschattenpinsel in die Farbe Sin aus der Naked 1 Palette. Und die Farbe trage ich auf meinem beweglichen Lid auf und natürlich im inneren Augenwinkel. Danach nehme ich meinen heißgeliebten fluffigen Blenderpinsel und die Farbe Naked. Und die trage ich dann in meiner Lidfalte auf und auch ein bisschen höher zum Augenbrauenbogen hin. Denn die dient als Übergangsfarbe für die Farbe Buck, mit der ich jetzt meine Lidfalte noch etwas stärker betone, mit einem kleineren Blenderpinsel. Das Wichtigste bei diesem Make-up-Look ist einfach, dass man alles immer sehr schön verblendet und dass keine harten Kanten entstehen. Als Highlight unter meiner Augenbraue verwende ich jetzt noch einen matten hellen Ton von MAC Vanilla und den trage ich einfach direkt unter meine Augenbraue auf und verblende damit auch nochmal die braunen Lidschatten aus der Lidfalte. Um mein Auge noch größer wirken zu lassen, nehme ich jetzt einen Präzisionspinsel und die Farbe Hustle und die trage ich dann auf meinem unteren Wimpernkranz auf. Und dann nehme ich jetzt noch einen weißen Kajal und trage den auf meiner Wasserlinie auf. Das lässt einfach das Auge noch optisch größer aussehen und auch viel wacher und frischer. Natürlich ziehe ich mir immer noch einen Eyeliner-Strich, weil ich einfach finde, dass das meine Augen noch mal größer aussehen lässt und ziehe meine Augenbrauen nach. Nun biege ich meine Wimpern mit meiner Wimpernzange und tusche meine Wimpern, aber nicht so viel, wie ich normal mache, weil ich nämlich heute falsche Wimpern aufklebe, denn die geben dem Look einfach nochmal das gewisse Etwas. Ich liebe falsche Wimpern. Aber zunächst werde ich jetzt noch mein Gesicht etwas konturieren mit einem Konturierungston aus meiner Sleek-Palette und danach trage ich auch noch den Highlighter-Ton aus der gleichen Palette auf und zwar direkt oben auf meinen Wangenknochen. Während der Kleber von meinem zweiten Wimpernkranz schon mal etwas antrocknet, kümmere ich mich jetzt um meine Lippen und nehme meinen liebsten Lippenstift zur Hand. Und welcher ist das?
Ja, genau. Von MAC, die Farbe Angel. Ich liebe diesen rosa Ton. Ja, und dann schminke ich mich einfach noch zu Ende, nehme noch etwas Wimperntusche für meine unteren Wimpern und dann wäre ich auch mit meinem liebsten Make-up-Look schon fertig. Ich finde, dieser Look ist sehr natürlich, nicht zu übertrieben. Natürlich trage ich nicht jedes Mal falsche Wimpern dazu, aber ich finde, die machen einfach den Look so richtig schön rund und ja, ich fühle mich sehr wohl mit diesem Make-up. Kommen wir jetzt zu meinen derzeitigen Lieblingsoutfits und da habe ich euch einfach mal zwei rausgesucht. Generell würde ich meinen Style als eine Mischung aus lässig, aber trotzdem schick und elegant beschreiben. Ich trage einfach am liebsten Hosen und alles, was gemütlich ist und nicht so gerne Röcke und so weiter. Und jetzt zeige ich euch meine zwei Outfits und alle Details dazu findet ihr in der Infobox. Typischen Look gesehen, wie ich mich am liebsten schminke und style, wenn ich irgendetwas Besonderes vorhabe. Mit diesem Styling fühle ich mich einfach am wohlsten und einfach auch am schönsten, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen fand ich es auch ganz interessant, so ein Video mal zu machen. Wie gesagt, schaut doch gerne mal bei den Mädels von gestern vorbei und natürlich bei der lieben Jessie. Alle Links sind in der Infobox und neben mir verlinke ich jetzt noch meine letzten beiden Videos. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!